Hi guys and welcome to New Video. My name is SJ Hart. Thank you for watching. So ihr Lieben, heute werden wir uns ein, ich weiß nicht, ist es ein Spiel? Keine Ahnung. Das werden wir uns jetzt anschauen. Es heißt WikiHow und es ist echt verrückt. Ja, fangen wir an. So, jetzt sehen wir einen Typen, der so steht und eine Frau, die einfach mal so... Hi. und jetzt müssen wir gucken, wie der Artikel dazu heißt. How to talk dirty in bed. Wie man... Was? Nein. ich weiß es nicht. Wie man mit einem Mädchen spricht als ein Teenage-Junge. Ich glaube, es ist das. Oder wie man halt zurückgelegt... Ich nehme das mit dem Jungen. Ja, Jungs, wenn ihr mit Mädchen reden möchtet, dann müsst ihr halt warten, bis das Mädchen sich in die Position stellt und ihr macht dann einfach so. Das ist die beste Möglichkeit und so. Ja. Oh, sie ist einfach voll gechillt. Okay, cool. Also, wie man Limonade macht, wenn dir das Leben Limonen gibt. Ja, okay. Wie man verhindert, dass jemand deine Identität klaut. Wie man Leute halt zu bringen, etwas zu machen, was du möchtest. Und wie du jemandem sagst, dass du ihn magst. Ich würde das mit den Limonen oder das mit dem Sagen hier. Limonen. Nein, das mit dem Sagen. Kacke, sie sieht voll glücklich aus. Ich nehme Limonen. Ja, Mann! Ja! Okay, cool. Hallöchen. Was ist das? So, ich sag jetzt einfach mal, was ich denke, was das ist hiervon. Wie man ein Mädchen anmacht, wenn man nur befreundet ist. Nee, ich glaube nicht, das ist ja nur ein Typ. Wie man ein Auto umsonst kriegt, wenn man eine. Wenn man behindert ist. Also nicht im negativen Sinne. Also. Sehen die denn da? Die sehen ja nicht. Guck mal seine Augen an, ey, wo guckt denn der hin? Okay, Finish? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich nehme das mit dem Auto. Wie man Finish redet. Natürlich war es das. Wie? Wie? Leute, nein, das ist nicht okay, ey. Wow. Wow, das ist creepy. Das ist echt. Das ist nicht gut. Das hat irgendwas mit schlecht schlafen oder so, ne? Nein. Oh, es hat nicht im Schlaf, das will ich das so Albtraum und so. Okay, wie man einen Regenwald macht? Nee. Wie man in einer Beziehung ist mit einem perfekten Mädchen? Ich glaube eher nicht, ne? Also, das sieht nicht sehr perfekt aus. Wie man weiß, ob der. Oh, ob dein Freund dir gegenüber respektlos ist. Vielleicht. Oder wie man. Was ist das denn? Ich nehme das mit dem College. Wie man so einen College-Stundenplan kriegt und dann ist man einfach. Ja, nein. Fuck. Hä? Wie man eine gute Beziehung mit dem perfekten Mädchen führt? Das sieht aber nicht perfekt aus. Das sieht voll creepy aus. Guck mal, er ist nur. Wenn das ein Junge sein soll, dann ist er nur so. Ich krieg dich. Und sie ist einfach so. Nein, lass mich die gut. Hä? Wollen die mich verkacken? Voll unpassend. Bah. Was ist das? Sieht voll eklig aus. Also ich weiß, es ist Mund. Das ist ja so Kaugummi, ne? Ah, da ist kein Kaugummi. Das ist so eklig. Okay. Wie man von einem High runter. Ja, wenn man so Drogen genommen hat und so und dann Kaugummi kauft, weiß ich doch nicht, ob das funktioniert. Wie man seine Verdauung wieder. Nein, darüber denkt man nicht nach. Oder wie man ein tanzender Emo ist. Oder wie man hübsch ist. Ich weiß nicht. Wenn man Drogen genommen hat, kann man dann Kaugummi kauen und dann ist man wieder. Ich glaube eher nicht, ne? Also, ich glaube ja nicht, dass das funktioniert. Oder das hier mit der Verdauung. Oder mit dem Pretty, weil es sind so weiße Zähne und so. Ich nehme das mit dem, ich weiß nicht, wenn ich Kaugummi gekauft habe, hat das meiner Verdauung geholfen? Weiß ich doch nicht, ey. Ich nehme das mit dem Hübschsein. Ey, wie man von einem. Nee. Funktioniert das echt? Nee. Hä? Wenn euch jemand. Hä? Wenn ich so ein Bild einem zeige, der Drogen nimmt und ihm sagen würde, ey, was soll das sein? Ey, und dann denkt er sich auch nicht so, ich bin behindert. Oh, hallo. Was macht die denn da?
So sieht die aus. Ah, ihre Augen. Wie hat die das gemacht? Wieso hat die überall Wimpern? Ey, guckt euch das mal. Das ist ja krass. Was, wie man ein Punk sein kann, wie man rauchen kann. Was? Ich finde überhaupt nicht, dass das zu irgendetwas passt. Das passt so gar nichts davon. Wie man Punk ist. Ich nehme das mit dem Punk. Nein, oder? Das kann es nicht sein. Wie man das mit dem Rauchen macht. Ich mach das mit dem Rauchen. Verdammte Scheiße. Nee. Nicht okay, aber das Bild hat überhaupt nicht zu irgendwas Hallöchen. Also sie denkt sich nur, oder sagt, sie denkt sich nur so, unser Hause. Und er steht da nur so und denkt nichts. Hä? Okay. Wie man schlechten Atem wegmachen kann, okay. Wie man nicht nervös wird, wie man ein guter Teenager ist oder wie man einfach natürlich lustig ist. Sie sieht nicht sehr glücklich aus, so als ob sie lachen müsste. Also würde ich mal sagen, wenn sie schlechten Atem hätte, wieso denkt sie dann an Unterhose? Ja doch, weil Unterhose, vielleicht riecht die Unterhose. was ist hier? Okay, wie man nicht nervös wird. Ja, wenn ich nervös wäre und ich an eine Unterhose denken würde, würde ich lachen. Ich nehme das mit der nicht nervös werden. Als ob! Leute, wenn ihr nervös seid, dann denkt an eine Unterhose, okay? Eine pinke Unterhose mit weißen Herzchen. Dann werdet ihr nicht mehr nervös sein. So sieht er aus, wie man nicht glücklich ist, sag ich mal. Ach so, wie man glücklicher sein kann, wie man glücklich, gesund und spirituell und sowas ist, bla bla. Wie man, wie man Schwule und Lesbien versteht. Ja, klar. Wie man über eine Anime, ich denke, es ist glücklicher. How to understand a gay and lesbian people. Was? Wieso sollte man Schwule und Lesben verstehen, wenn man so ist? Hä? Geh mal bitte zu einem Schwulen und mach das Gesicht. Ey, der denkt doch auch nur, du bist total behindert. Ey, was soll denn das sein? Was soll das bedeuten? Ey, nee. Nee, das ist vorbei für mich. danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis morgen. Ciao.